Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Smite hier auf meinem Kanal. Heute sind wir als Erlang-Shen unterwegs. Das ist der neue Held hier, der jetzt gekommen ist mit dem Patch. Von vorne kann ich euch irgendwie nicht zeigen. Möchte er nicht. Es ist auf jeden Fall ein Warrior. Wir spielen hier eine Runde Clash. Einfach mal ein bisschen was Entspanntes. Jo, was holen wir uns denn bei dem als First Item? Was haben wir überhaupt als Gegner? Ich habe noch gar nicht geguckt. Manamana, Rachne, ein Hebo, Cupid und Ymir. Wir müssen gucken, wenn der Hebo einigermaßen spielen kann, das ist ja natürlich doch relativ strong. Wir werden aber auf jeden Fall mal probieren. Also ich möchte es einfach probieren. Mal das neue Relikt Fawns. Wirft halt Schaden zurück, 40% soweit ich weiß, genau. Als Magic Damage, auch nicht schlecht. Okay, so, wir fangen hier auf jeden Fall mit den Schuhen an. Die können wir auf jeden Fall schon mal komplett kaufen jetzt, da wir hier wieder der langsamste sind von allen. Aber wir laufen schön gemütlich mit den Minions zusammen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was der kann. Also der hat irgendwie hier so ein lustiges Hündchen dabei, deswegen finde ich den auf jeden Fall schon mal klasse. Da hat er schon mal Pluspunkte bei mir gesammelt. Weil ich bin absoluter Hundefanatiker. Aha, hier leuchtet unsere Lanze irgendwie ganz lustig. Oha, auf jeden Fall kriegen wir schon wieder gut Schaden. Okay, hier werfen wir unseren Speer, das ist auch schon mal gut. Wovon kriegen wir denn gerade Schaden? Von den Minions. Was ist E? Okay. Also wir transformieren uns sozusagen. Das werde ich jetzt mal bei dem Cupid ausprobieren. Okay, schon mal eine coole Sache irgendwie. Oh, hier mal ein bisschen die Minions. Da werden wir auch gleich nochmal weggehen. Im Clash geht man ja 50.000 mal zurück. Ich glaube, wir werden hier erstmal diesen lustigen Speer skillen. Oh, kein Mana mehr. So. So, wir werden nochmal weg. Uns nochmal aufheilen. Sind jetzt leider auch noch nicht dazu gekommen, mal unsere Fonds hier zu benutzen. So, was kaufen wir? Der Golden Bow ist ja nun raus jetzt mit dem Patch. Ich weiß nicht, was steht denn hier so? Ich bin gerade ein bisschen ratlos bei ihm. Aber ich denke, so ein Frostbound Hammer ist vielleicht wirklich keine schlechte Wahl. Damit können wir die Gegner halt slowen schon mal. Und wir haben auch ein bisschen mehr Sustain, also ein bisschen mehr Leben. Da drüben ist eine Arachne relativ low. Ich weiß gar nicht, was unser Hund macht. Ich glaube, das ist irgendwie hier unser Passiv. Da kommt der Ymir schon wieder. Ja. Wir machen das auf jeden Fall gut. Wir werden jetzt mal unsere Fawn hier anschauen. Ja, das war mehr als verschwendet, glaube ich, gerade. Da sollten wir auf jeden Fall irgendwie Abstand nehmen. Oh, oh, raus hier. So. Unser Ulti. Was macht denn unser Ulti? Anna Chanter und Snurby Enemy Gods. Ah, okay. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr nice. So, wenn wir mal gucken, ob wir hier den Red holen können oder ob uns da irgendjemand von abhalten möchte. Müssen natürlich aufpassen, wenn wir hier so low in der Mitte rumgammeln. Sind wir natürlich hier relativ One-Hit-mäßig unterwegs. So, gehen wir auf jeden Fall nochmal weg. Jetzt mit dem Red Buff in der Tasche. Und jetzt mal die nächste Stufe zum Frostbound. So.
Ja, momentan ist er noch relativ ausgeglichen hier, also wir sind auch noch nicht gestorben. Ist ja auch mal was Neues. Ja. Ne, da kommen wir nicht mehr raus, aber so viel Schaden macht er uns gerade auch nicht. Wenn wir mal hier drüben gucken, wie er machen wir, zack. So. Haben wir sie jetzt gekriegt? Ne, haben wir nicht. Der will uns aber haben. Das finde ich aber nicht so toll. Oh, das war knapp. Hätten wir beinahe gehabt. Ich gehe wieder mal weg, weil wir ja so selten in der Base sind. So, aber wo ist es denn schöner als zu Hause? Ja, hier ist es schön, warm, kuschelig. Wir werden geheilt, haben wieder volles Mana. Können uns hier mal die Minions mitnehmen für Gold und Erfahrung. Teilen ist immer gut. Also unser Hund greift einfach passiv mit an, habe ich jetzt so festgestellt. Und macht, soweit ich weiß, 15% unseres Physical Power nochmal als Schaden. Lass mich mal durch, ich bin Arzt. Oder auch nicht. Die Schildkröte ist auf jeden Fall sehr cool, wie ich finde. Ah, der Emir sieht natürlich sehr lecker aus, damit sein wenig Leben. So, unser Red Buff ist jetzt auch weg. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, bei ihm auf Crit zu gehen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Sehr schön geworfen. Auf jeden Fall doch relativ mana-intensiv, muss ich mal feststellen. Da ist ein Cupid. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, das ist, wenn man nicht so richtig hinguckt, was man tut. Oh, ja, wir rennen. Das ist so geil. So, die Arachne hier möchte aber sterben, glaube ich, oder auch nicht. Oh, ich werde jetzt vielleicht sterben. Ja, ich glaube, wir werden jetzt sterben. Oder? Kommen wir raus? Nee, der Cupid kriegt uns. Na gut, einmal ist das auf jeden Fall drin. Ich sag mal, hier im Clash ist das halt doch relativ schnell verziehen, das Sterben. So, jetzt haben wir das beides, haben noch 4 Plätze frei und ich weiß immer noch nicht, was wir kaufen wollen. Aber ich denke, eine Fatalis ist auf jeden Fall. Obwohl eine Fatalis und der Frostbund Hammer ist eigentlich auch doppelt gemoppelt, so ein bisschen. Ich glaube, wir werden uns einfach mal eine Valor holen. Naja, doch relativ viel Schaden hier. Guck mal, hier ist er aber schon. Gehen wir gleich mal ein bisschen auf Death. Schaden tut nix. Auf jeden Fall. Stimmt, wir können hier auf. Oh, was sind wir denn jetzt hier? Frettchen. Frettchen, das ist auch cool. Auf was kommt denn das an? Turtle? Mink? Kann ich das irgendwie beeinflussen? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich das irgendwie beeinflussen kann. Wie schnell haben die denn hier ihre Dings wieder fertig? Das gibt's doch gar nicht. Kommt da eine Ulti nach der anderen von denen? Ja, hast du schön gemacht und nicht noch gefließt. Finde ich gut. Machst du toll. Machst du sehr toll. Freut mich. Sehr schön. Ich lebe aber noch. So wenig Schaden macht das gar nicht, muss ich mal sagen hier. Jetzt kommt der schon wieder. Ich will doch hier einfach nur die Minions ein bisschen machen. So, komm, den kriegen wir jetzt. Komm, 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 komm. Ah, ne, kriegen wir nicht. Wir müssen hier auf jeden Fall mal weg. Oh. Tja, wir müssen mal weg. Richtig, aber so war das eigentlich nicht gemeint. Ich wollte eigentlich lebend da rauskommen.
Ja, ich bin ein richtig guter Spieler. Ihr merkt schon an den letzten beiden Spielen, die ich gemacht habe. Also richtig profimäßig unterwegs hier auf jeden Fall. Gut, ich spiele in Erlangen schon natürlich jetzt das erste Mal, aber das soll keine Ausrede sein. Wir werden uns jetzt mal den Blue Buff holen, weil irgendwie finde ich den doch sehr mana-intensiv. Bringt das was, wenn ich hier damit so. Naja. Der Schaden geht eigentlich in Ordnung. Gerade mit dem Hund zusammen, das pusht ja doch nochmal ein bisschen. Wir können uns auf jeden Fall mal einen Soul Eater kaufen, glaube ich. Life Leech ist nie verkehrt nach der Valor. So, also der Speer gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich gut. Ich hätte ja gerne den Cupid mal da drüben. Wenn er sich dann mal ein bisschen weiter raustraut jetzt. Naja. Das war zumindest mal eine Aktion, die nicht ganz so noobig aussah, fand ich. Da drüben ist die E-Mail sehr low. ja, ich bin hier wohl mehr als KSer gerade unterwegs mit dem Helden als alles andere. Hat jetzt jemand den Red hier genommen? Ja, sehr schön. Hier gibt's etwas. Ich dachte, wir kriegen den als Schildkröte auch noch. So, wir werden auf jeden Fall mal mit unseren 3000 Gold hier fast 2,8 sind wir jetzt knapp. Mal zurückgehen und uns die Valor fertig holen und dann anfangen den Soul Eater zu bauen. Soul Eater. Haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Attack Speed. Ich glaube, das ist ganz gut für unser 1. Haben wir noch mal ein bisschen mehr Physical Damage. Und ich glaube, genau, wir haben hier eine Fatalis dabei. Das heißt, wir werden halt nicht langsamer. So, jetzt werden wir hier mal gucken, ob wir hier ein bisschen hinten reinkommen. Sehr schön. Das hat richtig gut funktioniert. Ja. Also eigentlich läuft es ganz gut. Wir sollten jetzt natürlich auch mal gucken, dass wir hier irgendwo pushen. Ich weiß gar nicht, auf was kommt denn das jetzt an, was ich hier will. Ich glaube, wenn ich da vorne hinklicke, bin ich so ein komisches Vieh. Und wenn ich hier bin, bin ich die Schildkröte. Kann das sein? Wir probieren das jetzt mal. Ich werde jetzt mal hier vorne machen. Und dann sind wir das Vieh. Seht ihr? Perfekt. Alles klar. Haben den Dreh raus. Das finde ich gut. Jetzt müssen wir mal natürlich... Die da drüben machen das schon, eindeutig. Wir haben auch einen schönen Root dabei mit dem Speer. Das hatte ich vorhin auch schon mal kurz gelesen. So, ich überlege gerade, ob wir nochmal zurückgehen und uns den Soul wieder fertig holen. Ich glaube, wir werden uns hier mal so ein Vieh, werden das Ding hier noch mitmachen. So schlecht Schaden macht das auch nicht, wa? Muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ich das jetzt hier in den Viechern sehe. So, jetzt gehen wir nochmal back. Holen uns den Soul Eater fertig. Und werden dann, glaube ich, wirklich auf Crit gehen. Oder? Holen wir uns noch zwei Crit-Items? Was haben wir denn so? Kaufen die viel Armor? Der hat Armor. Der hat auch Armor. Ach ja. Komm, komm, komm. Kommen wir da ran? Ja, genau, schön in die Tower rein, schön in die Tower rein. Oha, oha, kommen wir hier raus, kommen wir hier. Ja, und wir sind nochmal geheilt durch unsere Ulti. Sehr schön. Können wir gucken, ob der Red Buff hier gerade ab ist. Dann holen wir uns den nämlich auf jeden Fall noch.
können wir uns noch mal ein bisschen hochheilen hier. Könnt ihr auch ruhig haben. Schildkröte. Ich finde das natürlich cool, also gerade die Schildkröte. Ich mag Schildkröten. Ich erkunde, ich mag Schildkröten. Ist auf jeden Fall schon sehr nice. So. Ja, hat er schön gemacht. Finde ich toll. So. Wo ist denn hier mal die Wave, die gegnerische? Da kommt sie. Die nehmen wir auf jeden Fall mal noch mit hier. Oha, vielleicht sollten wir nicht ganz so greedy sein hier. Aber ich glaube fast, wir können uns das hier leisten. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade länger durchgehalten, als ich echt gedacht habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur an der Ulti lag und wir haben wahrscheinlich auch nur den Soul Eater hier dazu gehabt. Also vom System her ist das schon mal gar nicht so schlecht. Das wird an uns hier vorgeschlagen, Executor. Nein, möchte ich alles nicht. Ich möchte ein Titan's Bane. So. Hier kommt die Ulti. Die macht auch nicht so den Schaden. Stirbt der Nächste. Komm, den E-Mail kriegt er. Jawoll. So wollte ich das sehen. Ist doch mal eine actionreiche Runde hier. Sehr schön. Oh, wir können uns wieder ein Relikt kaufen. Das nächste neue Relikt ist Phantom. Das heißt, wir können halt auch durch gegnerische Leute durchlaufen. Und wir haben auch kein Movement Reduction. Also werden nicht langsamer, wenn wir angreifen. Das haben wir aber ja schon bei unserem Coup dabei. Ich würde sagen, wir holen uns noch ein... Nee, stopp. Das ist auch doppelt gemoppelt so ein bisschen, weil wir haben ja unseren Frostbound dabei. Ich glaube, wir holen uns einfach mal das Sanctuary. Um einfach aus so Sachen wie eben dann vielleicht doch nochmal rauszukommen. Ja, jetzt mal die Goldfurie machen, mal gucken, wie das klappt. Meine, wir haben zwar schon ein gutes Goldlied, aber schaden kann es nichts. Aber ich würde sagen, als erstes holen wir uns mal den Cupid. So. Gehen wir da jetzt einfach rein? Wir gehen da jetzt einfach rein. Oh, oh. Und sterben hoffentlich nicht. Okay. Wir haben noch unsere Ulti. Können wir jetzt hier auch mal machen, einfach. Nein, 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 nein. Was mache ich? Ich habe einfach mein Leben gerade nicht im Blick gehabt und war... Als ich es gerade schon gesehen habe, verwundert, dass ich so extrem low bin. Das war natürlich jetzt ein bisschen, ja, blöd. Blöd, doof. Hm. Wie man es auch sagen möchte. Auf jeden Fall nicht unbedingt schlau und nicht hier Pro-Gamer-mäßig. Achso, ich muss übrigens mal sagen, hier, der Bellona-Skin gefällt mir extrem gut. So Rockabilly-Style. Rocky Bellona heißt der Skin. Und ich stehe ja, bin ja selber so ein kleiner Rocker. Ja, sehr, sehr schöner Skin. Wenn ich Bellona selber spielen würde, würde ich mir wahrscheinlich sogar holen. Achso, was holen wir uns denn jetzt? Letztes Item, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich nochmal auf Crit und holen uns einfach mal einen Deathbringer. Schaden kann es nix. Bisschen mehr Schaden nochmal rauszuholen. Obwohl. Mir fällt gerade was ein. Wir hätten als First Item was anderes nehmen sollen. Nicht den Frostbound Hammer, sondern eine... Wie heißt das? Wie heißt das? Eine Transzendenz holen sollen. Ich glaube, das wäre auf ihm besser gewesen. Ist natürlich jetzt wirklich ein bisschen spät. Hier können wir mal gucken, ob wir da noch was kriegen irgendwie. Nee. Da kommt schon wieder der E-Mail von hinten. Aber da zünden wir ein bisschen Sanctuary und da geht auch alles mal ins Leere. Jetzt zünden wir das noch. Und sterben trotzdem wahrscheinlich. Wir hauen mal ab hier. Kommt zum Glück auch keiner hinterher. So, wir geben wieder unser gutes Heim. Irgendwie kommen wir da gar nicht mehr raus heute. Können wir eigentlich auch stehen bleiben, oder? Eigentlich können wir auch hier stehen bleiben. Wir sind ja eh mehr hier als überall sonst. So, jetzt aber das, was ich eben schon vorhatte. Die Goldfury. Gucken wir mal.
ob wir da was ausrichten können an der. Aber wir können hier mal den noch mitnehmen. Unser kleiner Hund greift ja auch mit an. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich so effektiv ist mit dem Hund. Mal gucken. Aber was ich ganz ehrlich mal vorteilhaft sagen muss, also ich finde ihn jetzt nicht so OP wie andere Chars, die dann teilweise neu reinkommen. Gucken, ob mich hier jemand jetzt stören möchte. Na, die Arachne kommt. Ja, da wird es wohl leider sterben. Ja, das war sehr schön. So, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt kommt der Helbo, der uns holt mit seiner Ulti. Ich überlege gerade, ob wir uns doch noch eine Transzendenz holen. Auf jeden Fall werden wir uns erstmal hier so einen Redpot mitnehmen. Schöne Sache. Sich der irgendwie mehr oder weniger selber getötet mit seiner Mauer. Kam er nicht mehr weg. Also wir haben hier noch nichts gerissen, glaube ich, großartig. Außer unsere drei Kill-Steals mit unserem Speer zum Anfang. Oh, die Gegner haben anscheinend aufgegeben oder habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die Runde hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was von dem neuen Champ gesehen. Gut, die Dawn konnte ich jetzt auch wieder nicht so richtig einsetzen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne, bleibt fit, euer Marcel. Ciao.